Wolltest ins Bett, du bist krank. Das hat okay noch drauf geachtet, ne? Wer drückt nicht an die? Ich würde übrigens sagen, letzter geachtet. Tag. Ja, da brauchen wir nicht mehr in die Mine gehen. Da gucken wir jetzt bloß noch zu, wie Lumi diesen Typen da heiratet. Oh, guck mal, es regnet, Lumi. Aber sie wollte keinen Antrag machen, wenn es regnet. Ich werde auch keinen Antrag machen, wenn es regnet. Oh, das finde ich immer noch übelst merkwürdig. Oh, das übelst wieder, das finde ich übrigens merkwürdig. Mein Antrag muss perfekt sein und er ist nicht perfekt, wenn es regnet. Wo hat Abigail denn Solaressenz her? Wisst ihr? Die geht ja gerne in Höhlen, also. Jetzt habe ich immer verplant was zurückgeschenkt. Ihre Antwort darauf: Was soll ich damit anfangen? Was hast du denn geschenkt? Ja, die Solaressenz, die sie mir gerade gegeben hatten, das war instant ausgewählt. Ich habe einfach nochmal rechts geklickt und habe sie dann sofort wieder gegeben. Und das war ihre Antwort drauf. Das ist aber schon ganz schön arschig, ne? Sie schenkt dir das. Und du gibst es ihr instant Freude zurück. Machen und du sagst, oh, nee, hier behalt den Scheiß. Nee, ich habe mir gesagt, hier, guck mal, ich habe was für dich, Schatz. Nachdem sie mir das eine Sekunde vorher die Hand gedrückt hat. Ja, nee. Also tatsächlich, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, bei einem Pärchen meiner Freunde ist das so, dass... Das sind nicht dein Pärchen, das ist Pärchen deiner Freunde. Nein, das ist auch ein befreundetes Pärchen. Und da machen die das teilweise so, dass sie ihm zum Jahrestag immer zwei Geschenke schenkt. Eins für ihn und eins, das er ihr schenken kann. Was? Ja, weil er zu unkreativ ist. Okay, wenn sie damit zurechtkommt... Okay, was soll's? Ach, ja, mir geschnappt. Wenn die sich so wohlfühlen, aber das ist, finde ich, trotzdem merkwürdig tatsächlich. Ich kaufe jetzt das Meerjungfrauen-Amulett. Oh, ich muss ganz schnell. Kauf mal das Meerjungfrauen-Amulett. Kann ich mir noch ein zweites Meerjungfrauen-Amulett das kaufen? Was? Mal gucken, ob es ein zweites geht. Hingehen, ne? Ich werde den Tab nehmen. Ja, den was wollt ihr ein zweites kaufen? Ein zweites Meerjungfrauen-Amulett kaufen. Mal sehen, ob ich das kriege. Ja, eigentlich unten bei dem. Ich will mal wissen, ob ich das kaufen kann überhaupt oder ob ich nur einmal heiraten darf. Das will ich mal testen. Oh, Mira, dann bist du quasi im Prinzip meine Tochter. Vom Alter her? Na, sie sagte ihr Vater, als sie was hat. Okay, wenn sie wirklich 12 ist, könnte sie meine Tochter sein. Jetzt. Oh Gott, ist das bitter, ey. Aber du wüsstest hoffentlich, wenn du eine Tochter gekriegt hättest und. Das hätte ich vermutlich mitbekommen. Hoffe ich. Ich werd so alt. Ich rechne gerade zurück. 12 ist halt 2007, ne? Ja, 18. Das war so meine Abiturzeit, da hab ich's krachen lassen. Vielleicht habe ich doch ein Kind bekommen. Und weißt aber nicht, hast 9 Monate lang vergessen. Ja, und dann kam es einfach aus mir rausgeploppt. Dann hast du es im Krankenhaus einfach sitzen lassen, weil du nicht mehr wusstest, dass du ein Kind gekriegt hast und dachtest, es wäre einfach eine übelste Nacht gewesen. Ja, eben. Fisch und Bauchschmerzen am nächsten Tag. Da passt übelst, meiner Meinung nach übrigens. War ich kacken oder ist das... Freut mich, dass das Amulett für dich funktioniert hat, Bursche. Aber man darf nur eins kaufen. Ja, so ist das halt im Leben. Ja, man muss erst scheiden lassen, um ein neues Amulett zu kaufen, okay. Willst du dich scheiden lassen? Boah, guck mal, hier gibt's ein ganzes Feld voll mit Pastinaken. Wann möchtest du das ernten? Nope. Wenn ich steht auf Pastinaken. Ein Jahr Pastinaken hat mir gereicht. Du liebst doch Pastinaken. Ich hasse Pastinaken. Geh weg mit deinen Pastinaken, sonst... Muss ich meine Pastinake mitbringen und an Sachen schieben, wo kein Licht hinscheint? Mhm. Eine Katze tut gerade sich total ausstrecken und lang machen. Ach, wenn ihr das sehen könntet. Sicher habe ich mir überlegt, ich würde mir wirklich einen Hund holen, wenn ich die Möglichkeit hätte, das auf Arbeit mit auf Arbeit zu nehmen, so rum. Einen goldenen Zurückbringer? Nee, wahrscheinlich nicht, die sind zu erbkrank. Ein Husky? Die Laufwege schaffe ich nicht, wenn ich im Büro arbeite. Oder wie hieß dieses Ding, was auch hier als Meme genutzt wurde? Krogi? Krogi sind tatsächlich mit einer engeren Auswahl. Die sind süß. Der Dackel. Dackel habe ich früher als Kissen gehabt. Aber Krogis sind Dackel in süß. Naja, diesen komischen Hund da. Ich muss das Meme nochmal extra raussuchen, es gibt eigentlich Meme verwendet worden sind. Hunde sind nur Schleimer. Mensch, Hunde. Ich mag Schleimer, wenn sie mir schleimen. Wenn sie nicht deine Jeans voll schleimen. Mein Wuffy darf vielleicht auch mal meine Jeans voll schleimen, wenn er mit mir spielt. Ja, wenn er mit dir spielt, aber wenn er auf dir liegt. Ah, ja, mein Felix, den Doge, oder wie er ihn ausspricht, der wahrscheinlich schon.
Aber der ist kein Corgi. Ja, aber was mir jetzt so für ein Hund, wenn der schon als Meme verwendet worden ist? Ich weiß nicht, ob ein Corgi als Meme verwendet worden ist. Das muss ich google einfach Corgi. Ich hab ja aber gesagt, Da gibt es tatsächlich ein paar Videos, ein paar lustige von Corgis, die lustige Sachen machen. Also ich tu dir auf jeden Fall heute, wenn ich das noch finde, also von Red and Blue das eine Ding, wo der eine sagt, Ding, Blut. Ja, ich fühle mich jetzt auch alt, Xan. Ich fühle mich schon alt, wenn im Radio irgendwelche 90er Titel loben. Ich habe mich heute ein bisschen alt gefühlt, als mir klar wurde, dass die Best of 2000er eigentlich teilweise Lieder sind, die gespielt wurden, bevor ich aktiv Musik gehört habe. Was? Ich habe damals schon Agro Berlin mitgesungen. Ja, ich habe mit 13, 14 erst angefangen, wirklich Musik zu hören. Ich habe die Sekte live gesehen, bevor Agro Berlin überhaupt bekannt war. Ja, du bist ja aber wirklich die Oma im Stream, also. Moment mal, ich bin nicht älter als ihr. Alles ist die Sekte, AIDS, AIDS. Und so weiter, ne? Aber das war, haben wir glaube ich beide erst gesehen und gehört, nachdem Lumi da schon voll aktiv war. Ich war mit 14 war ich auf dem Hip-Hop Open, das war 2003. Da habe ich die Sekte das erste Mal live gesehen. Ich habe damals glaube ich im Musikunterricht sogar von Sido was gesungen. Gesungen? Block, von Sido? Was singt denn Sido? Ja, wir durften tatsächlich, bei unserem Musikunterricht durfte ich auch zweimal, uns ein Lied komplett aussuchen und das performen. Sozusagen, also halt singen. Auf Lied LK. Das war ganz witzig. Ja. In Religion habe ich in der 12. Klasse, wo es um Religionskritik ging, Texte von Subway to Sally analysiert. Ich weiß wieder, was ich gesungen hatte. Und zwar, im ersten Mal war es in der 6. Klasse Garrett Gates, Any One of Us. Oh Gott, nein! Doch. Und in der 8. Klasse. Any One of Us. Ja, und in der 8. Klasse war es Green Day mit Wake Me Up When September Ends. Oh, das Lied mochte ich nie. Aber ich glaube, ich kann die Texte immer noch auswendig, komplett. Ist so, und wir hatten das in der 8. und der 10. Klasse. Und ich glaube, in der 8. habe ich von Limp Bizkit Behind Blue Eyes gemacht. Eyes. Genau. Oh Gott. Nee, das stimmt gar nicht. Du warst der Mädchenschwarm des Jahrgangs. Nein, war ich nicht. War nicht Behind Blue Eyes. In der 8. Klasse habe ich von Kool Savas und Dingensbums One gemacht. Und in der 10. war es Home Sweet Home von Limp Bizkit. Ich habe mit einer Freundin zusammen versucht, Lose Yourself von Eminem auswendig zu lernen und zusammen zu rappen. Uff! Ich kann auch die komplette erste Strophe kann ich noch auswendig. Aber Eminem nachrappen ist hart. Rappen. Ja, dann sprich's halt. Ist okay. Oh Gott, wie geht das los? Du kannst gesagt, du kannst das. Bist in der Bringepflicht. Lass mich doch gerade überlegen, wie der Anfang war. Mhm. Das ist so komisch in dem Slang. Vor allem hat es erstmal eine halbe Minute lang irgendwie die Gitarre als Vorspiel. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready. Ah, und wie geht's weiter? Ich kann's doch nicht mehr. Irgendwas mit sweaty ist der Reim, glaube ich. Mockingbird habe ich schon mal gehört. Ist Poems are sweaty oder sowas? Warte mal. Googelt's. He's calm and ready. But his poems are sweaty, dachte ich. Jetzt habe ich übelst Bock, Eminem wieder zu hören. Vielen Dank. Lose Yourself ist auch einfach ein zeitloses Ding. Ich kann mich auch nicht konzentrieren hier. Weißt du, dass noch Mom's Spaghetti drin vorkam, was ich total bescheuert fand? Was? Mom's Spaghetti? Ja, da kommt wirklich Mom's Spaghetti drin vor. Mom's Spaghetti. Ja, ich bin der Meinung, der Reim darauf ist, but his palms are sweaty. Wer ist gerade noch in der Höhle? Irgendein Pferd hat den Eingang blockiert. Ich bin nun am Farmen. Du bist direkt vor dem Eingang abgesprungen. Ich konnte gar nicht rein. Ich muss erst das Pferd wegreiten. Das ist nicht mein Problem. Reit mal mein Pferd weg. Also, ich kann fetzen. So. Was? Ich kann fetzen von dem Lied irgendwie. Also, ich glaube, das kann man vor allen Dingen, wenn man die Melodie wieder. Wenn die Melodie eingespielt wird, dann kommt es wieder. Sowas. Any one of us. Anyone can sing, anyone can talk. He opened his mouth, but the words anyone won't come out. Aber now everybody's choking now. Time step over, blau. Stay back to reality. Oh, where goes gravity? Oh, where goes rabbit? Oh. Wenn du nicht lachen würdest, könnte man das vielleicht sogar verstehen, ob das richtig ist. Es ist richtig. Ich habe das ja echt krass geübt. So, ja, nicht. Ich bin rot geworden. Ich wollte bei der Musik. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, Musik ist so nutzlos, da will ich wenigstens eine Eins haben. Ich war zu kacke. Ich war selbst im Rap so kacke, dass ich nur eine 2 gekriegt habe.
War halt komplett unmusikalisch tatsächlich. Was heißt, Musik ist so nutzlos, aber Musik ist so einfach, gute Noten zu schreiben, das ist ja wirklich ein wir hatten, reines ich, Lernfach. So lange einfach bis zur 11. Klasse. Lernfach? Bei uns war irgendwie ab zur 12. Das ist überhaupt irgendwas mit Lernen. Vorher war das komplett nur Musik LK. Wir durften Haufen, also singen. Ich weiß es nicht mehr, ich habe nur für echt? Die LKs gelernt, ne? Aber wir durften über Beethoven, die ganzen Geburtsdinge mussten wir LK schreiben. Wir hatten fast keine schriftlichen Leistungskontrollen in Musik, erst in der 11. 12. In der 11.12. ging es bei uns, also da ging es halt richtig los, aber wir haben dann Sinfonien transponiert und so Geschichten. Also nö, das haben wir auch nie gemacht. Realschule halt ab der 5. Musikunterricht und dann gleich, wer sind die größten Komponisten und die alle durchgegangen. Das und haben wir, die so auswendig lernen von den Komponisten, die haben halt wirklich eher praktisch Musik gemacht. Darauf hat unsere Musiklehrerin Wert gelegt. Übelst viel Wert. Fuck, jetzt sag ich auch übelst. Also im Kunstunterricht oder bei Werken war das eher so. Bei Kunst war es genauso. Wir haben auch erst in der 11., 12. angefangen, Sachen auswendig zu lernen, dort also wirklich EKs zu schreiben. Kunst habe ich ja dann abgewählt, weil ich Musik hatte. Also in der 11., 12. hattest du nur noch eins von beiden. Ich habe Musik abgewählt. Du hättest auch beides machen können ohne Probleme bei uns. Bei uns nicht, nee, du musstest eins abwählen und ich habe dann mich für Musik entschieden, was irgendwie dann doch ein Fehler war, weil Musik ganz schön schwierig ist ab der 12. Wobei ich dann schlussendlich in Musik sogar meine beste Abschlussarbeit geschrieben habe mit 13 Punkten. Tja. Du hast eine Abschlussarbeit in Musik geschrieben? Ja. Also wenn ich Musik gewählt hätte, hätte ich noch lange keine Abschlussarbeit da drin geschrieben. Mir blieb nichts anderes übrig, weil ich in allen anderen Fächern noch schlechter war. Ich war echt scheiße im Abitur. Ich hätte da gar keine Abschlussarbeit schreiben können, Musik stand nicht zur Wahl. Wie viele Prüfungsfächer hattet ihr? 5? Auch. Also wir hatten... Ja? Besten? Mach du erstmal, es geht ja ums Abitur, ich bin ja bloß Realschule. Wir hatten 5 Prüfungsfächer und haben dann 3 Stück musstest du schriftlich machen. 1 ja. Mündlich und 1 als Präsentation schriftlich, nochmal mündlich oder als Hausarbeit mit abschließendem Curriculum. Das letzte hatten wir nicht. Okay. Naja, also... Ja, mach weiter. Entschuldigung. Endest immer so schnell. Jetzt sag dazwischen. Ja, dann erzähl doch einfach du jetzt. Jetzt darf auch mal Felix, komm, erzähl. Ja, bei mir war es zum Beispiel so, na, Informatik stand ich eh schon auf 1, weil ich immer Tag der offenen Tür und so einen Spaß mitgemacht hatte. Das war kein Problem. Und in Biologie musste ich zum mündlichen ran, da habe ich Viechs abgekotzt, da habe ich den ganzen Abend davor gelernt. Das einzige Thema, was ich nicht gelernt hatte, war Verhaltensbiologie und dort wurde ich dann auch drangenommen. Da habe ich vorher noch meine Klassensprecherin gefragt, wer alles welches Thema hatte. Wir waren ja ein bisschen kollegial zueinander. Und da hat die gesagt, ja, es ist bloß noch das Herz und das Auge übrig und ich so, scheiße, und dafür habe ich Unirisch gelernt, dann bin ich drangekommen, Verhaltensbiologie. Das ist ein Thema, wo du einfach quatschen kannst und eigentlich gar keinen Fehler machen kannst. Da habe ich dann mein SW in Bio bekommen und habe dann meine Realschule mit 2,7 im Durchschnitt abgeschlossen. Ach, das ist mein Durchschnitt vom Abi auch. Ja, also siehst du, bist du schon mal besser als ich, ne, weil das ist ja mindestens eine Note irgendwie höher. Ich wollte eigentlich sagen, in meinem Abi hatte ich Prüfungen. Achtung, Nullor. Mathe, Deutsch, logischerweise. Gemeinschaftskunde als Gesellschaftskundenvariante. Hättest du Geschichte auch machen können. Und ich glaube Englisch noch. Und das war's. Da hatte ich nur 4. Deutsch, dann hast du doch nur 4. Also ich hatte Mathe, Deutsch, musste ich. Hatte ich aber auch als LK, beide schriftlich. Ich hatte Mathe, Englisch, LK tatsächlich. Ich hatte 5, weil ich einen englisch-mündlichen Teil hatte an einem anderen Tag. Nee, also ich hatte Mathe, Deutsch schriftlich, dann Musik schriftlich, Religion mündlich und Englisch als Präsentation. Wie gesagt, wir hatten, weil eigentlich hatte ich Englisch LK, sprich Englisch schriftlich, aber wir hatten eine extra quasi mündliche Note, wo 2 Leute immer ein Thema gekriegt haben und einfach miteinander reden mussten darüber. Das ist ja neues. Blumi, hast du das eigentlich? Ja, wenn ich es nicht komplett verrissen hätte, weil mir irgendwie meine Gegenübersitzende, ich habe mit jemandem gemacht, den ich nicht richtig leiden konnte, die hat irgendwie nicht verstanden, wenn ich irgendwas gesagt hatte, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Ja. Ich glaub, Benni? Benni. Wenn ihr streamt. Ah, da so ruhig. Vertiefen, Ben. Können wir gern vertiefen. Hallo Vogtländer. Schön, dass du eingeschaltet hast.
Bist du schon da? Ach, ja. Schon da. Ja, nice. Achso, und waren wir nicht so weit, dass. Warten wir das nicht an. Waren wir nicht so weit, dass mein Haus vergrößert wird? Ich glaube. Und ich wollte heiraten. Wenn schönes Wetter ist, mhm. wollte ich einen Antrag machen. Kriegt Felix das gar nicht mit? Nee, dann warte ich. Das geht natürlich nicht. Dass Felix nicht mitkriegt, wie du einen Antrag machst? Ja, Felix will ja die ganze Zeit, dass ich endlich heirate. Kann ich jetzt nicht irgendwie. Ich muss mich um die Tiere kümmern. Tiere! Platz da! Zu viel angebaut, ey. Ich habe mir gerade eine Duftkerze angemacht. Ich dachte gerade im Spiel und dann dachte ich, nee, es gibt keine Duftkerzen im Spiel. Gibt's auch nicht, das ist richtig. Ach, du machst es hier schön romantisch, friedlich, Ben. Nö, da habe ich zu viele Kerzen und die will ich mal abfackeln. Und eine davon ist eine Duftkerze. Zerstör doch nicht mein schönes Bild von dir. Ich habe in der letzten Woche, ich glaube, 4 große Kerzen abgefackelt, weil davon, die waren noch vom Weihnachten von vor 1,5 Jahren von meinem Kranz, den ich nie angemacht habe. Oder wie 2-mal oder so und die bei weitem nicht runtergekommen war. Du das weißt, ne? Aber Kerzen verderben nicht, die kannst du auch aufheben. Ja, aber was will ich mit halb angezündeten Kerzen, die wirklich jahrelang bei mir auf dem Tisch stehen? Warten, bis du mal wieder ein Date hast. Aber dann macht man doch neue Kerzen an und nicht die alten. Warum nicht? Wollen wir die alten da wegschmeißen? Nee, wegschmeißen nicht. Ich hab's ja trotzdem. Sie stehen hier in Blickreichweite. Ich muss bloß nach links gucken. Hattest du schon mal eine Frau, die gesagt hat, ey, ich finde das voll scheiße von dir. Du hast die Kerzen auch schon mit einer anderen benutzt. Nee, aber ich find's nicht schön, angezündete Kerzen auf dem Tisch stehen zu haben. Also die so halb, die aus sind und schon mal an waren. Das finde ich nicht schön. Ja. Und ich bin so jemand, irgendwann mache ich das mal was dagegen, wenn mich was stört. Halt, irgendwann. Ich bin ja eigentlich nur ein bisschen neidisch, dass bei dir gerade Kerzen brennen, während ich es irgendwie hier genau immer noch sehr, sehr ungemütlich habe. Genau eine Kerze brennt bei mir, ja. Ich könnte die Elektrokerze anmachen, die mir Chris geschenkt hat. Die steht hier direkt im Umkreis. Die Elektrokerze? Ist nicht das gleiche, ja. Ich habe dabei festgestellt, dass ich es viel cooler finde, vom Geruch her, Kerzen mit Streichhölzern anzuzünden. Ich mag den Streichholzgeruch, also von daher gebe ich dir bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall recht. Also so ein Streichholzgeruch ist halt 100-mal cooler als, wir machen es einfach nur quasi ohne Geruch mit Feuerzeug. Aber ich mag auch die Weihnachtsräucherkerzen und sowas extrem. Ich wollte eigentlich auch mal wieder Räucherstäbchen anmachen, aber irgendwie. Räucherstäbchen bin ich mir nicht so ein Fan. Also einfach nur räuchern. Mache ich einfach nicht. Lufträucherstäbchen, ich die aber bei mir immer stinken, als ob ich sie abfackeln würde. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Dann hast du wahrscheinlich die billigen genommen, keine Ahnung. Ich habe sehr viele unterschiedliche. Übrigens, der Baum, den wir im Gehege haben von den Tieren, der trägt keine Früchte. Ich vermute, der hat nicht genug Platz. Oder ist die Jahreszeit für ihn, oder? Achso, das ist ein Pfirsichbaum, glaube ich. Riechen die bei dir gut, Awakened? Bei mir stinken die immer. Räucherstäbchen. Nein, ich will den Knoblauch nicht essen. Vor allem nicht roh. Okay, das automatische Einsammelgerät funktioniert nicht bei den Enten. Das haben wir doch letztes Mal schon gesagt bekommen. Das ist ja doof. Ich glaube, letztes Mal hieß es noch, stell's mal in die Mitte. Und das habe ich in die Mitte gestellt und liegt trotzdem alles drumherum. Nee, letztes Mal hat uns, glaube ich, Xanwasser schon gesagt, hatte, dass. Das ist ja kacke, dann kann ich die Dinge auch verkaufen. Wir haben ja irgendwie 3 oder 4 Stück davon bekommen. Wir werden ja wohl nicht noch ein Gehege für normale Kühe und so aufmachen, oder? Nee. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird langsam Zeit, meinen Heiratsantrag zu machen. Aber du wolltest es erst machen, wenn gutes Wetter ist und Felix da ist. Achso, stimmt, der Felix. Ich dachte gerade, jetzt wäre Sebastian irgendwo, wo es gescheit wäre. Aber morgen ist das Eierfest! Eier habe ich jede Menge. Ach, ich kann die Dinger nicht verkaufen. Dann packe ich automatisch einen Greif jetzt in den Müll. Ich würde meine eigenen Eier an deiner Stelle auch nicht verkaufen. Nee, ich kann die automatischen Einsammler nicht verkaufen, das meinte ich. Nicht die Eier. An der Stelle. Aber kommt doch an, wie viel man bezahlt und wofür, also. Ja. Wenn du sie abschneiden müsstest? Nee, dann nicht. Dann nicht, nee. Aber für andere Sachen kommt es auf die Bezahlung an. Wo sie halt nicht abgetrennt werden von meinem Hauptkörper. Okay, also du bist käuflich, ja? Wahrscheinlich schon, ja. Okay, warte, auch für Kerle? Oh, das ist schwierig, weil ich glaube, ich bin schlecht im Vorgaukeln, dass ich auf Kerle stehe. Musst du ja auch nicht, also du wärst der passive Part.
Ich will jetzt nicht generell Nein sagen, weil das halte ich für unrealistisch. Für eine Million? Ja, ich glaube, da wird es schon schwierig. Also. Das ist zu wenig? Ja. Oder wird es schwierig, Nein zu sagen? Oh, echt, eine Million Euro ist zu wenig dafür, dass du dein Hintern herhältst? Ja. Ich meine, das sind 30 Minuten vielleicht. Oder wie lange hält so ein Kerl durch? 10 Minuten? Ja, aber da gehört ja ein bisschen mehr dazu, als einfach nur zu sagen, hier, bums, bums und fertig. Also. Es sind Männer. Also, ich würde mir nicht eine Frau kaufen, die einfach nur sich vor mir hinlegt und sagt, ich muss ja bloß liegen und jetzt mach mal. Ja, das bist du. Ja, aber ich bin auch ein Mann. Du hast ja gerade gesagt, das sind Männer. Ja, ja, aber du bist dann schon ein bisschen ein anspruchsvollerer Kerl. Also deswegen, wenn ich von mir ausgehe, gehört schon ein bisschen mehr dazu als nur abspritzen quasi. Okay. Deswegen sehe ich auch den Reiz von einer Prostituierten irgendwie nicht so riesig hoch ein. Also schätze ich nicht so riesig hoch ein. So. Ich kann das schon nachvollziehen. Dass das nicht interessant ist. Sollen wir eigentlich mit dem ganzen Holz machen? Ich mit meinem Holz. Kannst du? Ich glaube, wir haben schon jede Menge Holz verkauft. Ansonsten, achso, Hartholz muss ich noch holen, weil Hartholz brauchen wir immer jede Menge. Das stimmt. Hast du jetzt mal dein Dings da beantragt? Welche Dings da? Das Haus. Ich denke schon. Okay. Ich denk, das hatte ich schon beantragt. Nicht? Warum hebst du eigentlich deine ganzen Hüte in unserer allgemeinen Ruhe für Ausstattungsgegenstände? Weil ihr die Hüte auch tragen könnt. Das ist nicht meine Hüte, das sind unsere Hüte. Ja, wir haben keinen Platz aber mehr da drin. Dann musst du halt eine Huttruhe machen oder so, keine Ahnung. Ich mache jetzt halt extra eine Huttruhe für deine Hüte. Das sind nicht meine Hüte, das sind unsere Hüte. Kommunismus und so. Es gibt kein meine deine. Kommunismus, du musst. Ich muss. Du musst an der Allgemeinheit teilnehmen, ob du willst oder nicht. So ist Kommunismus. Okay, Awakened will wissen, ob du es für 10 Millionen machen würdest. Hab ich dir was eingebrockt? Ne? Moralisch würde ich halt sagen, nee, aber ich halte es immer noch für unrealistisch, dass Menschen nicht käuflich sind. Deswegen, das muss ich halt auf mich selber anwenden. Es geht um dich. Ja, aber ich würde es auf Menschen allgemein erweitern, dass so ziemlich jeder irgendwo käuflich ist, wenn man ihm genug Geld bietet. Ja, ja, also ich würde das jetzt ja auch natürlich auch auf mich anziehen. Da muss ich mir viele Gedanken drüber machen, keine Ahnung. Kann ich dir nicht spontan sagen, wenn mir keiner von euch 10 Millionen bieten kann. Das stimmt wohl. Wenn das ein ernsthaftes Angebot ist, ist glaube ich wirklich der Punkt, wo man dann dasteht und sich Gedanken macht. Aber da ich jetzt schon so zögere, würde ich wahrscheinlich das irgendwie machen. Aber ich weiß nicht, für welchen Preis genau, kann ich nicht sagen vorher. Ich kann euch nicht sagen, worauf ihr sparen müsst, um mich rumzukriegen. Ja, das ist eine Aussage. Das ist in Ordnung. Also das ist hängt wahrscheinlich auch sehr von meiner Lebenssituation ab. Ja gut, ob man gerade Geld hat oder nicht, ne? Ja, oder ob man, keine Ahnung, drogenabhängiger ist und kein Dach im Kopf hat oder so. Ja gut, ey, dann wären es die 10 Millionen natürlich etwas verlockender, als wenn man irgendwie... Dann wäre wahrscheinlich schon 100 Euro verlockender als jetzt gerade die 1 Million. Ja, mal checken. Also. Also es kommt, denke ich, sehr, sehr viel auf die eigene Lebenssituation an, ob man sowas macht oder nicht. Und auch immer noch das, ob ich wirklich von Männern käuflich bin oder für Männer, weiß ich nicht. Okay, jetzt kommen die ganz blöden Fragen. Würdest du dich eher von einem hübschen 20-Jährigen kaufen lassen oder von der hässlichen 60-Jährigen? Die hässliche 60-Jährige. Ernsthaft? Ja. Einfach, weil es eher meinen eigenen Interessen entspricht oder meinen eigenen Veranlagungen entspricht. Das andere geht halt komplett gegen meine eigene Veranlagung, zumindest soweit ich weiß. Interessant. Aber bei der 60-Jährigen müsstest du ja aktiv sein, ne? Wenn du da keinen Hochwechsel ja, halt das stimmt, aber im Zweifel gibt es da Viagra. Okay, das ist ein Argument, ja. Okay. Also, da müssen wir natürlich dann Tricks benutzen, klar, aber ja, das ist... Oder Augen zu und sich was anderes vorstellen. Das geht halt auch noch. Okay. Aber halt, wie halt selber in den Popo, da kannst du dir schwierig was anderes vorstellen und es dann toll finden.
Na, verstehe. Merkst du ja auch, dass dir das Gefühl im Popo dann doch gefällt und dann kannst du. Das kann natürlich sein. Ich habe es nicht ausprobiert bisher. So, siehst du? Deswegen sage ich ja, ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ich kann nur sagen, was aus meinen jetzigen Erfahrungen wie meine Einschätzung wäre. Dann kannst du eine hübsche Frau denken, die dich mit einem Strap-on nimmt. Das ist aber jetzt spontan keine Fantasie von mir, muss ich auch so sagen. Hm. Mir wurde von bisexuellen Menschen mitgeteilt, dass Männer da dass ein echter Schwanz angenehmer sei. Wahrscheinlich, weil der ein bisschen elastischer ist und warm und sich besser anfühlt halt generell, glaube ich. Ja, glaube auch. Also. Ich weiß nicht, ob du den Vergleich hast zwischen echten Schwanz und Dildo in der Vagina, aber das ist wahrscheinlich ja, okay, ziemlich ähnlich. Schon. Ja, hast recht. Unterschied. Ich habe heute auf der Demo interessante Menschen kennengelernt. Habt ihr euch auch über solche Themen unterhalten? Ernsthaft? Na, nicht direkt. Also, das war ganz witzig, weil ich habe einen Kerl getroffen, den ich schon, oh Gott, den kenne ich schon seit locker 10 Jahren von der Uni, so flüchtig, also nicht wirklich eng oder so irgendwas. Aber der begegnet mir halt immer mal wieder so zwischen Tür und Angel. Nur ab und zu mal für ein Quickie, sagst du? Nee, ich habe mit dem nichts. Also eine Freundin von mir fand den ganz, ganz süß, deswegen habe ich dann ja verlassen. Hätte ich eigentlich im Nachhinein nicht machen müssen, weil der, glaube ich, dann noch lockerer drauf ist als ich und die Freundin ist etwas naja, die sucht eher was Festeres und so. Und, ach, naja, das Holz meintest du? Okay. Nichtsdestotrotz, ich hab dann halt direkt am Anfang der Demo getroffen, ich war halt alleine da und hab gedacht, naja gut, irgendjemanden wirst du schon finden, den du kennst, und tatsächlich war es dann auch so, hab direkt den getroffen und hab mich dann quasi bei dem seiner Clique oder was das war da so ein bisschen eingenistet. Also habe mich dann mit den Mädels da unterhalten, die dabei waren und sowas. Und dann haben wir halt irgendwann die eine so aus dem Blick verloren. Da meinte ich halt irgendwie, ja, es waren irgendwie 2 Mädels. Und ich meinte dann zu der ersten, ja, wir haben deine Freundin da irgendwie aus dem Blick verloren. Und dann meinte sie, also eigentlich sind wir ja beide die Freundinnen von J. Punkt. So. Und ich so, okay. Seid ihr denn auch miteinander zusammen? Dann meinte sie, nee, wir sind einfach nur beide mit dem zusammen. Und ich so, ja, gut, wenn es Spaß macht, schön. Ja, ich habe auch noch ich wohne auch noch mit meinem anderen Freund zusammen, der aber auch noch eine Freundin hat, die wohnt auch bei uns. Also okay, das ist quite sehr viel Polyamor. Aber gut. Ja. Wenn man es mag und damit zurechtkommt und keiner eifersüchtig wird, ist das alles fein. Ja, habe ich auch gesagt. Also ich fand es nur ganz... Also, 0 Uhr. So eine Verstrickung habe ich tatsächlich selten. Also das... irgendwie alle 2 Partner haben und das dann aber so in der Reihe geht und nicht irgendwie wieder am Anfang ankommt oder sowas. Also. Auf das ist ja quasi zwei Partner hat oder sowas. Das ist ja quasi menschliches Domino. Ja, irgendwie schon so, ne? Also ich meine, die eine ist mit J zusammen, der ist wiederum mit der anderen zusammen, die andere ist mit jemandem zusammen, der wiederum mit jemand anderem zusammen ist. Also. Kannst das ABC machen quasi daraus. Stimmt, eierfest. Also. Jetzt machen wir das Eierfest ohne den Felix. Mhm. Das ist voll doof. Da ist meine Vergrößerung, wir hatten das schon. War schon Arbeit. Ich habe gerade ein Achievement bekommen für das große Leben. Ach so. Das große Haus, das hatte ich auch noch nicht.